war öfters um, aber ab 1944, 1942 war er nicht mehr um. Der Verbraun war schon viel. Und das muss ich sagen, sie war ganz eine Liebe. Sie hat immer an die Mädeln, sie hat immer auf die Mädeln geschaut. Wir haben einmal eine neue Berufskleidung, hat sie entworfen. Also mir halt die Hausmädchen, also es sind keine Kleiderschürzen gewesen, also es sind schräg umgegangen, die Knöpfe, und dann gerade runter. Und 6 weiße Schürzen haben wir gehabt und 6 so Mäntelkleider. Und die einen haben sie in Blau gehabt und die anderen in Rot, für die Hausmädchen. Und ich habe sie in Blau gehabt und der andere hat sie in Rot gehabt. Und wie halt die fertig waren von der Schneiderin, haben sie mir bei der Eva Braun vorstellen müssen. Hab ich auch schon umeinander geschaut, wie wohnt die Götter, weiß ich genau nicht. Ja. Und da haben wir uns vorgeschaut, aber so lieb war die. Mhm. Und wenn sie so mit 2 so schwarze Pudeln hat's gehabt, das war der Negus und die Stasi. Und da hat sie so gegangen, aber sie hat auch gekriegt. Aber nur so halt, gell. Wie? So haben wir so. Ja. Heilgnädiges Fräulein, haben wir gesagt. Und sie hat auch über zurückgerissen? Immer zurückgerissen. Heilgnädiges Fräulein. Ja, am Anfang war es schwer zum Sagen, bis man das einmal rausgekriegt, gell. Aber nachher denkt man sich ja nichts mehr dabei. Am Anfang habe ich schwer gehabt, dass ich das sagen habe können, gell. Oh, da habe ich schon Stottern angefangen. Zum Glück habe ich den Hitler nicht getroffen, habe ich nichts gesagt.